Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich hier für euch in The Wolf Inn unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir finden können und erkunden und dann Wolf Inn. Und hier haben wir das Achievement Merelda Plage. Und für dieses müssen wir folgendes machen: Seid ein schlechtes Vorbild. Und das an insgesamt 10 Spots. Und diese Spots, die befinden sich allesamt in Merelda, also in der Hauptstadt in der zweiten Zone, in Wolf Inn, Heilsturz, so rum. Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ich bin am ersten Spot hier auf den Koordinaten, gehen wir mal ein bisschen näher hin, 44, 51. Und dort müssen wir jetzt einen Stein anklicken. Seht ihr, der ist da in diesem Blumenbeet, würde ich jetzt mal sagen, also Wurfstein. Den klicken wir an und jetzt müssen wir quasi hier auf den Kollegen den Stein werfen. Seht ihr? Dann flucht er einmal und wir müssten jetzt, schauen wir mal, was Achievement, genau, Luftschiff-Zeichenbrett. Ah, okay, ich muss anscheinend auf das Zeichenbrett schmeißen, nicht auf den Kollegen, wobei der Kollege hat auf jeden Fall geflucht und dann haben wir hiermit schon mal den ersten. Wir können jetzt denselben Spot benutzen und müssen jetzt hier hinten im heiliges Öl, da können wir quasi das auch drauf schießen. Sollen wir das mal? Ah, da regt sich der nächste auf. Also wir müssen keine Person abschießen, sondern immer Objekte. Okay. Und damit müssten wir jetzt hier einmal das zweite haben. Den nächsten Stein haben wir dann einmal auf den Koordinaten 42, 52. Und hier müssen wir jetzt quasi auch wieder den einmal anklicken. Und dann haben wir jetzt verschiedene Punkte, die wir abschießen müssen. Einmal müssen wir jetzt hier in das Gebäude reinschießen. Ich würde sagen, wir machen das Achievement mal kurz auf, pinnen uns das mal raus und schauen mal, ob es geklappt hat. Also ich hatte mal ein bisschen Abklingzeit, also hier anscheinend da in die Tür müssen wir reinfeuern. Ah, jetzt hat es geklappt. Also immer wenn der Dialog kommt, dann klappt das anscheinend. Und hier müssen wir jetzt noch da quasi hier an das Ende ranschießen. Ah, okay. Also einfach hier in diese Stände da hinten rein. Da hat das dann einmal gezählt für mich. Lampenanzünder-Eingang war das eine jetzt oben. Und Luftschiff-Zeichenbrett. Ne, das war das oben. Licht und Flamme war das, glaube ich, jetzt, was wir gerade einmal abgeschossen haben. Gut, dann hätten wir das jetzt auch. Dann können, ach nee, warte mal, da war noch ein Spot. Ich glaube, da hinten war auch nochmal ein Spot. Kaserneneingang, den müssen wir auch noch abschießen. Muss ich mal gucken, ist das hier der, ist das jetzt hier die Kaserne? Oder ich muss mal schnell schauen, wo der. Ja, das ist der Kaserneneingang. Na gut, das ist eine mickrige Kaserne. Okay, jetzt schauen wir, dass wir das erwischen. Manchmal muss man ein bisschen gucken, dass man vernünftig zielt. So, hier vielleicht noch. Nö, nee, vielleicht ein bisschen weiter rein. Ja, aber jetzt. Achso, ich schieße da jetzt ein bisschen weit hinten hin. Kann das sein, dass das deswegen vielleicht nicht klappt? Also, man muss ein bisschen rumprobieren, teilweise. Das hat auch nicht gezählt. Vielleicht mal hier ein bisschen rechts. Tja. Also es muss auf jeden Fall das richtige Gebäude sein, ne? Ich schieße, glaube ich, auch einen Ticken zu weit. Machen wir es vielleicht mal so? Jetzt hat man leider keinen Dialog. Also was, ich schaue mir das nochmal da hinten kurz an. Also es muss etwa hier sein, ne? Wir sind die Krieger der. Okay, naja. Wird wahrscheinlich bei euch auch ein Ticken dauern, bis ihr genau den richtigen Punkt erwischt habt. Jetzt machen wir hier mal die Mitte vielleicht. Seht ihr, ich schieße da ganz hinter. Das siehst du halt von hier aus echt schlecht. Aber das müsste eigentlich der Kaserneneingang sein. Jetzt schließe ich mal an die Tür ran. Vielleicht ist das besser. Ah! Schau mal an.
an die Tür schießen hat's gebracht. Ja, okay, das war jetzt ein bisschen länger, dass wir rumgemacht haben, aber dafür haben wir jetzt rausgefunden, wo wir hinschießen müssen. Gut, dann haben wir jetzt die Hälfte schon mal. Den nächsten Stein haben wir jetzt beim Waisenhaus. Und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 41, 55. Und dort, neben dem Waisenhaus, haben wir hier den nächsten Stein liegen. Und da müssen wir jetzt einmal auf das Fenster hier oben schießen. Jetzt schauen wir mal, ob das schon mal klappt. Also, Fenster haben wir. Dann müssen wir verschiedene Stände beschießen. Und zwar einmal hier den linken und den rechten Stand. Das ist einmal der Gewürzstand. Gucken, ob das schon mal gezählt hat. Ja, und dann direkt daneben ist der Imbissstand. Den bewerfen wir auch. Auch raus. Dann müssen wir den Brunnen beschießen. Hier in der Mitte. Der ist auch raus. Und dann brauchen wir noch die Anschlagstafel. Und ich habe keine Ahnung, wie das jetzt funktionieren soll. Die ist nämlich da hinten drin. Also ich schieße jetzt einfach mal hier so. Vielleicht müssen wir oben drüben... warte mal. Ich habe jetzt hier keinen so einen... Ja, nee, das geht dann viel zu weit. Die Anschlagstafel ist quasi direkt da hinten, seht ihr das? Aber da ist jetzt das Teil dazwischen. Ja gut, ich probiere jetzt ein bisschen rum und wenn ich es raus habe, dann gucken wir mal noch. So, Dala, mit ein bisschen Hilfe vom Stream habe ich jetzt einmal rausgefunden, was das ist. Oder mir wurde es gesagt, besser gesagt. Man muss ein bisschen nach rechts laufen, ne? Und dann den Stein anklicken, dann kann man quasi an diesem Gebilde vorbeischießen. Und ja, dann ist es relativ easy. Ich habe schon versucht, irgendwie so oben drüber so zu feuern, aber es ist mega schwierig, da zu zählen mit. Wobei, so wäre es wahrscheinlich auch gegangen, ne? Über das Ding drüber schießen, aber wenn ihr einfach einen Step nach rechts macht, dann könnt ihr einfach so schießen. Also das passt auch. Gut, damit haben wir dann alle 10 Übeltaten begangen und waren ein schlechtes Vorbild an allen möglichen Spots. Und ja, ich drücke euch dann die Daumen, dass das bei euch auch relativ vernünftig funktioniert, dass das quasi oben an der Tür auch zählt. Das war jetzt bei mir ein bisschen tricky. Und dann sind wir jetzt am Ende von dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.